Die Plätze fertig, los! Sabrina tankt mit Shadow. 3 Jahre. Und sie hüpft wie eine Elfe. Das weiße Känguru nimmt wieder ihren Verlauf. Und das weiße Känguru ist im Ziel. Von da geht es über die kleine Barriere, über den Steg. Es geht hinauf. Oben wird Geschwindigkeit gehalten und wieder runter und dann zur Plane. Zur Plane und ihr Kommando ausführen. Ja, wunderbar. Wenn der Hund liegt, weiter. Zack, und zum Eierlauf. Sie ist sonst die Zeitnehmerin hier bei uns, aber sie startet jetzt mit ihrem Hund. Müsst ihr ein bisschen mitnehmen, enger nehmen. Wunderbar. Schön rechts rum, links rum. Ganz ruhig ein bisschen Gas geben, dann schafft der Hund schon. So, und weiter geht's zur Schrägwand. Gerade anlaufen auf die Schrägwand. Und dann geht's mit dem Kommando hopp rüber. Das macht er ausgezeichnet. Sehr kraftvoll, sehr elegant. Und dort drin den Eimer nehmen. Das wird, halt mir hoch den Eimer, zeig ihm das Ding. Da macht er das schon. Zack. Ja. Nochmal, einmal reinfallen. Ja, und raus und weiter. Durch die Röhre, dieser gefährliche Tunnel. Dieser Stollen da. Gar nicht so einfach, aber den Hunden macht Spaß. Die laufen da freudig durch und schon geht's zum Reifen. Der wird überwunden. Dort das Trikot anziehen, orangefarbenes Trikot. Und das steht dem Hund bestimmt auch wieder. Wir haben jetzt eine modische Neuheit, kommt aus Japan. Auch ein Sporttrikot. Sieht elegant aus. Die Hundeführerin kennt sich aus damit. Wahrscheinlich arbeitet schon länger in so einem Modeshop, denn sonst ging das alles gar nicht so gut. Und um die 4 Stangen jetzt herum. Erste Stange, weiter. Zweite Stange, dritte Stange und wieder zur Mitte und ausziehen. Zack. Und auf geht's hier. Und weiter über das letzte Hindernis. Das letzte Hindernis wird überwunden. 3 Stangen und ein Applaus für Shadow und Sabrina. Das muss eine sehr gute Zeit sein. 1:50. 1:50 mit dem 3-jährigen Shadow Sabrina Tank. Nächste Starterin ist gleich.